Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, heute erwartet euch was ganz Besonderes, denn ich habe jetzt zwar einen Titel einfach so Fremo-Treffen Magdeburg geschrieben, aber es ist schon was ganz Besonderes, weil wir eben hier nicht in irgendeinem Gasthof, im Saal vom Gasthof oder in der Turnhalle sind, sondern in einer richtigen Messehalle. Und das Treffen fand nicht nur in einer Messehalle statt. Das Bild zeigt übrigens nur die Hälfte der Messehalle. Ja, also da gibt es noch eine andere Seite, wo noch mal eine Hälfte dran ist. Und das war nicht nur eine Messehalle, sondern es waren drei. Dort waren verschiedene Arrangements aufgebaut. Und ja, ich werde jetzt nicht jedem die gleiche Aufmerksamkeit widmen. Natürlich wird die Epoche 2 wieder etwas herausstechen. Aber ich versuche euch im Laufe dieses und des eventuell nächsten Videos euch das mal alles zu zeigen, was zu sehen war. Zuerst jedoch das Epoche 2 Arrangement. Wir beginnen im Schattenbahnhof Leipzig-Waren und gehen dann weiter in den Bahnhof Holstedt, das ist die nächste Betriebsstelle, haben dann hier den Bahnhof Obelixweiler und unweit danach den Abzweig Oberholstedt, wo die Nebenbahn abzweigt. Wir folgen aber erstmal noch der Hauptbahn, kommen hier an den Tunnel und die danach folgende Steigungsstrecke, aus der Sicht allerdings hier eine Gefällestrecke. Kommen zu der Betriebsstelle Machern und landen letztendlich im Schattenbahnhof Görlitz, der durch seine niedrige Beinhöhe ja geradezu, naja, sich qualifiziert als Talstation für die Steigungsstrecke. Auf der Nebenbahn gibt es ein paar neue Bilder, die wir so noch nicht gesehen haben, einfach weil da ein neuer Kollege dabei war, der bisher auf unseren, also auf den Treffen, auf den ich gefilmt habe, eben nicht anwesend war. Der hat also hier diese wunderschönen Module gebaut, den Tunnel, dieses Viadukt, was wir hier nochmal von der anderen Seite sehen, den wunderschönen Wald im Hintergrund, die Landschaftsgestaltung, ja, die ist ein bisschen, naja, die Begrasung ist ein bisschen ähnlich wie bei mir. Und auch eine schöne Felsgestaltung gemacht. Also das hat hier alles Hand und Fuß. Hier gibt es noch eine kleine Brücke. Und um das gerade noch fett zu machen, er hat eine wunderschöne Gewässergestaltung gemacht. Das ist ja sowas, wo ich auch besonders Wert drauf lege. Hier noch zwei Fischteiche. Und dann geht es in seinen Bahnhof Burenbach und da war das Einzige, was ein bisschen negativ war, er hatte leider viel zu kurze Weichen verbaut. Also die eigentlich, naja, für unser Niveau, was wir jetzt haben in der Epoche 2 im Fremo, eigentlich, naja, nicht mehr konform ist. Aber, naja, die Gestaltung, die hat dann alles wieder wettgemacht. Hier haben wir auch noch ein Stück Feldbahn. Also das, da hat er sich richtig ins Zeug gelegt. Dann kommt der Bahnhof Schwarzbach, den kennen wir ja schon. Und dann geht es hier in das tschechische Gebiet. Wir haben hier den Bahnhof Hukovice, der auf der tschechischen Seite dann die tschechische Strecke nochmal aufspaltet. Hier nochmal der komplette Name. Ich habe ja noch gar nicht gesucht, wo das überhaupt ist. Also wenn es in Schlesien ist, müsste es ja in der Nähe der polnischen Grenze sein. Ja, da haben wir gerade die Aufspaltung gehabt. Wir haben als nächstes hier den Bahnhof Elkowice. Und dahinter noch das Apollo-Werk, wo also Benzin hergestellt wird, also virtuell natürlich, ne?
Ja, und hier haben wir den anderen Zweig, das ist der Bahnhof Locke, den wir auch schon ein paar Mal gesehen haben, der auch sehr, sehr schön gestaltet ist, habe ich auch schon sehr viele Fotos gemacht. Und hier sehen wir dann einen tschechischen Kohlezug, der sich in Richtung Schattenbahnhof Nikolovice bewegt. Da ist er. Wo, wenn man ein bisschen fotografiert, immer sehr, sehr viele exotische und schöne Fahrzeuge zu sehen bekommt, die man ebenso normalerweise nicht sieht. Ja, was auch so ein bisschen etwas Besonderes war und auch so ein bisschen ungewohnt aus der Sicht der vielen anderen Treffen, wo ich also schon Videos gemacht habe, sind diese Aufsteller, die hier standen, die so ein bisschen Werbung gemacht haben für, naja, für unseren, für Fremold, also den Teil von Fremo, die also einer früheren Vorkriegsepoche unterwegs sind. Hier waren dann so von politischen Ereignissen über bahntechnische Besonderheiten bis hin zu dem Hinweis, dass es hier Fahrpläne gibt und dass man hier mitfahren kann, auch wenn man nicht zur Gruppe gehört, was dann auch einige wahrgenommen haben. An der Rampe, die ja sozusagen die nachempfundene Spessartrampe ist, stand dann auch noch so ein Aufsteller, die Rampe war auch eins der Highlights wahrscheinlich überhaupt von dem ganzen Treffen, also über alle Spurweiten und alle Gruppen hinweg, weil dort immer, wenn dort nachgeschoben wurde, war immer irgendwo ein Pulk zu sehen von Leuten, die dann dort gefilmt haben oder die unbedingt dann mitfahren wollten. Sieht schon aus wie Also ein da war Museum, immer das viel Gebiet. los. Ja, ich hatte hier die Ehre, sozusagen im ersten Fahrplan, den ersten Zug. Das ist hier der Stückgutwagenzug, der hier sich als erstes auf den Weg gemacht hatte. Und ja, die dann geschaut haben. Ja, das ist ein bisschen später. Hier ist gerade ein Schnellzug, der ist also unten unterwegs, ne? Also denen ist das jetzt keine Steigung, sondern eine Gefällestrecke. Es wurden also die meisten Züge, aber bei weitem nicht alle nachgeschoben. Ich hatte dann mal irgendwann noch einen Personenzug mit einer P8, die der ist also ohne, dass da nachgeschoben wurde, ist da also hochgefahren. Hier haben wir das nochmal in Einzelheiten. Wir haben also hier die Lok, die sich jetzt hier hinter den Zug setzt. Kommt da noch ein paar Personenzug entgegen mit der auch eine 38, allerdings der sächsischen Variante. Aber das Problem ist, Fährt hier ein bisschen, naja, da hätte es einiges an Schaden gegeben im Vorbild, aber was soll's. Man darf eben nicht vergessen, Realität macht ja die Dampflok im oder die Vorbild hat man Fahrer natürlich ein oder die bisschen Erfahrung auf Personal der Lok. Na, hier zieht man ihren sozusagen mit Fahrplan Personal und hat in jedem Fahrplan hindurch. irgendeine andere Lok. Jede fährt anders, jetzt anders eingestellt. Und ja, Und dann dann geht es darum, dass sieht man es eben manchmal sozusagen nicht so schön die aus, was dort Personalsituation an also Fahrleistung geboten sozusagen wird die von den Personalsituation Lokführern her. sozusagen Das muss man ihnen allerdings hindurch. eben aus genannten Gründen dann nachsehen. Ja, das Geheimnis ist eigentlich immer das, der Lokführer vorn stellt quasi, findet seine Geschwindigkeit, das relativ schnell und fasst dann möglichst den Regler nicht mehr an, es sei denn, das Signal sagt irgendwas Entsprechendes. Und der Lokführer hinten hat es dann spätestens bei der zweiten Fahrt gelernt, wie es geht und bleibt dann dran mit der Lok. Wir hatten allerdings eben auch gerade bei solchen langen Zügen dann auch mal Fälle, wo da hinten zu viel Druck gegeben hat, wo dann irgendwelche Wagen, die dann natürlich auch zu leicht sind, ne? Muss man natürlich auch dazu sagen, normalerweise springt hier kein Wagen raus. Wenn er aber zu leicht ist, was für die meisten gilt, die also nicht schwerer gemacht werden, sondern vom Hersteller her so ausgeliefert werden, die sind alle meistens zu leicht, das zumindest für den Fremo-Betrieb, dann springt irgendwas raus. Tja, und die bayerische Monsterlok, die Das
gefördert hier und dass du den wieder runterfahren kannst. Also dieser, da hält auch am richtigen Signal, ne, was hier bloß aufgeklemmt ist. Der Kollege ist aber auch im Vorbild-Lokführer, also der kennt sich da noch ein bisschen aus. Hat dann hier, wie man sieht, auch den einen oder anderen Vorschlag, ne, was man hier noch signaltechnisch ändern könnte. Äußert hier sicher auch seine Zweifel. Ja, nee, ist in Ordnung. Ja. Alles gut. Du bist vor dem Sauber. Ja, es ist beim Fremo versucht man schon nahe dran zu bleiben, ne, am Vorbild. Also so weit wie möglich. Aber am Ende ist es immer noch eine Manöver. So, ja. So, ich darf wieder runter. Okay. Hier ist natürlich auch so, ne, das Signal steht ja nicht neben dem Gleis, also für die Lok jetzt. Ne? Also da müsste eigentlich jetzt irgendwie noch die Schachbretttafel hin. Die war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht erfunden. Ja, also gute Frage, ne? Wie hat man es gemacht? Das ist ein bisschen fraglich. Aber es lief eben auch damals viel eben über Streckenkenntnis. Normalerweise soll das auf der Rückseite vom Fred stehen, auf dem Zettel. Hier steht ja F1, ein und aus. So nach der Devise, das Pfeile, das Signal, was da steht, ist für dich. Auch wenn das woanders steht. Ja, so viel zur Steigerungsstrecke. Wir haben jetzt hier den Abzweig. Da fährt gerade ein Güterzug auf die Nebenbahn und endet dann irgendwann im tschechischen Schattenbahnhof. Vorher waren natürlich die ganzen Wagen, die jetzt hier mitlaufen, dann auf die entsprechenden Betriebsstellen verteilt. Ich muss es ja, glaube ich, nicht nochmal erklären. Ne? Jeder Güterwagen hat eine Wagenkarte und da steckt meistens noch eine Frachtkarte in der Frachtkartentasche, damit man weiß, wo der dann am Ende hin soll. Hier nochmal der Abzweig. Hier ist jetzt mal ein Güterzug auf der Hauptbahn unterwegs. Dann haben wir hier unseren größten Bahnhof. Den Bahnhof Holstedt, wo wieder mal viel Verkehr ist. Und hier gerade ein Allzug reinkommt mit einer sächsischen 10H1. Und sächsischen vierachsischen Abteilwagen, dann ist hier noch ein Kurswagen, der zu den Tschechen geht und am Ende noch ein, naja, zumindest ein halber Postwagen. Wir hatten leider keinen geeigneteren Postwagen, deshalb haben wir hier den reingehangen als quasi Ersatzpost. Dann haben wir hier preußische P8 mit einem Personenzug. Der zwischen den Schattenbahnhöfen hin und her gefahren ist auf der Hauptbahn. Das ist, glaube ich, auch der Zug gewesen, der dann ohne Nachschub dann gefahren ist. Hier nochmal das Stellpult von Schwarzbach und nochmal ja, den tschechischen Schattenbahnhof mit den schönen Lokomotiven drin. Wo man jetzt nicht unbedingt sagen muss, ach, da ist das alles österreichisch. Nee, die Tschechen und die Ungarn haben auch Lokomotiven gebaut, also auch zu der KNK-Zeit. Hier haben wir im Hintergrund den Kamerazug und im Vordergrund jetzt die Schlüsseltechnik des Bahnhofes Lokett. Ja, auch das ist Fremo. Dass man hier den Betrieb eben versucht, vorbildnah zu gestalten
Meins ist es nicht unbedingt. Also ich finde das auch ohne Schlüssel okay, aber es ist ja. Ja, es muss ja denen gefallen, die es bauen und die es dann bedienen, müssen ja da Freude dran haben. Also beeindruckend ist es auf jeden Fall. So, hier haben wir den Eilzug nochmal auf der Rückfahrt. Ja, da ist mir immer mal vor der Kamera gelaufen. Und das manchmal mehrfach. Wie hier kurz vor dem Schattenbahnhof, also schon fast in der Einfahrt. Aber die Lok ist schon eine tolle Sache, die kann man einfach nicht genug zeigen. Dann haben wir hier den Hauptbahn-Eilzug mit einer Baureihe 78. Gemischten Abteilwagen, preußischen und sächsischen. Hier ein Nebenbahnzug, der hier von der Nebenbahn kommt mit zwei Güterwagen. Das sind sicher die Stückgutwagen, die hier in den Personenzug gehangen wurden. Ja, es war, da sind auch wieder zwei sächsische Wagen dabei. Das sind, die wurden da immer mal hineingeschmuggelt von den Sachsen-Fans. Hier Baureihe 38, also die sächsische, mit dem preußischen Güterzug, Personenzug mit Dreiachser-Abteilwagen. Ja, und dann haben wir hier mal wieder den Stückgutzug, der hier unterwegs ist. Diesmal nicht von mir gesteuert, sondern der hatte in dem Fall eine Lokführerin, die hier auch noch filmt, ihren eigenen Zug, nämlich die Frau vom Erdbeerkopf, die uns hier besucht hat und ja auch ein Video gemacht hat und das auch viel schneller abgeliefert hat als ich. Ja, Rangierarbeit gab es nicht viel. Der Stückgutzug hat einfach hier ein paar Wagen da gelassen, die abgekuppelt wurden. Und dann ging die Fahrt weiter. Ja, so weit, so gut. Wir sind am Ende des Videos, also des ersten Teils angekommen. Hier nochmal der Stückgutzug und hier sozusagen als letztes Bild noch ein Auto. Das stand auf einer Brücke am Bahnhof Elkowice. Fand ich sehr lustig, deshalb musste es unbedingt ins Video. Ja, wir haben den ersten Teil. Ich weiß noch nicht, wie viele Teile es werden. Ich habe hier ja, insgesamt wohl eine runde Stunde Videomaterial. Da muss ich erstmal sehen, wie viel daraus wird. Und ja, wir sind gespannt. Ne? Also ich wünsche einen schönen Abend. Macht was draus.